Rednerin in dieser Aussprache ist die Kollegin Dr. Silke Launert für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. 0800 0116 016. Alles Mögliche haben wir heutzutage in unseren Smartphones gespeichert, aber welche Frau verfügt über diese Nummer in ihrem Telefonbuch? Wer von uns kennt diese Nummer überhaupt? Normalerweise müssten sie mindestens 40% der in Deutschland lebenden Frauen kennen, abgespeichert haben bei sich unter H wie Hilfetelefon in ihrem Handy. Denn, und das zeigt auch der Bericht laut Studien, sind etwa 40% der Frauen seit ihrem 16. Lebensjahr psychischer und oder sexueller Gewalt mindestens einmal ausgesetzt gewesen. Die Nummer, die ich gerade genannt habe, ist die Nummer des Hilfetelefons, das seit März 2013 zur Verfügung steht und in dem Bericht auch ausdrücklich lobend angesprochen wird. Die Bundesregierung hat damit eine wichtige Lücke im Hilfesystem geschlossen, denn das Telefon ist ein kostenloses, bundesweites und anonymes Erstberatungsangebot bei allen Formen von Gewalt. Es bietet für Betroffene, Angehörige oder sonstige Personen unkomplizierte Hilfe und das rund um die Uhr und in 15 Sprachen. Wir brauchen Angebote wie diese für alle, und damit meine ich wirklich für alle. Denn jedem muss klar sein, dass Gewalt gegen Frauen überall stattfindet, jederzeit und in allen Schichten. Und ich teile die hier angesprochene Ansicht, dass wenn ein Mann seine Frau verprügelt, dass das nichts mit Diskriminierung zu tun hat. Leider nicht. Es ist nicht nur ein großer Teil des Berichts, sondern wenn Frauen sexuell oder körperlich Gewalt erfahren, hat es häufig was mit Macht, mit Kleinhalten zu tun. Und das ist für mich auch eine Form von Diskriminierung. Spätestens seit der Silvesternacht in Köln haben wir auch erlebt, dass sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt auch öffentlich passiert. Wir haben sie überall, sexuelle und körperliche Gewalt gegenüber Frauen. Auf öffentlichen Plätzen und Straßen, am Arbeitsplatz, zu Hause, oft zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und es ist erschreckend, wenn man hört, dass häusliche Gewalt, dass Frauen von häuslicher Gewalt mehr bedroht sind als durch andere Gewaltdelikte wie Körperverletzungen mit Waffen, Wohnungseinbrüche und Raub. Sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt gegenüber Frauen reicht von einfachen Belästigungen wie anzüglichen Bemerkungen, ein Klaps auf dem Po, hin zu Schlägen, Verprügeln, Stalking, Vergewaltigung bis hin zu Tötungsdelikten. Nicht selten innerhalb von partnerschaftlichen oder familiären Beziehungen. Und diese Übergriffe steigern sich dann im Hinblick auf Häufigkeit und Intensität. Und mich hat es oft erschreckt zu sehen, wie Opfer gerade dem Partner gegenüber dann später im gerichtlichen Verfahren sich selbst die Schuld gegeben haben, das Verhalten des Partners entschuldigt haben, wie sie immer mehr das Gespür verloren haben, was man eigentlich in einer Beziehung akzeptieren sollte und was nicht. So vielfältig diese Formen von Gewalt gegenüber Frauen sind, und ich habe noch gar nicht alle Formen der Gewalt angesprochen, ja, so vielfältig sind auch die strafrechtlichen Einordnungen. Sie reichen von einer einfachen Beleidigung bis hin zu Stalking, Körperverletzung, Vergewaltigung oder eben auch Tötungsdelikten. Leider bestehen im Strafrecht erhebliche Strafbarkeitslücken, und deshalb haben es zu Recht einige Kollegen schon gesagt, man braucht beides. Die Debatte in der Bevölkerung, aber eben auch manchmal die Änderung des Rechts. Und wir als Gesetzgeber müssen genau da auch ansetzen. Denn definitiv sind wir als Bundesgesetzgeber für die Reform des Strafrechts zuständig. Ein Beispiel, die Reform der Straftatbestände im Menschenhandel und Zwangsprostitution. Wir werden erleben, dass in den nächsten Wochen, Monaten ein Gesetzesentwurf eingebracht wird. Denn es ist kein Geheimnis,
Und es ist auch keine Übertreibung, wenn ich sage, dass junge Mädchen und Frauen mitten in Europa wie Ware gehandelt werden. Sie werden verkauft, benutzt und weggeworfen von einem Bordell ins nächste und wie Frischfleisch angepriesen. Und da müssen wir tätig werden. Leider hat das gut gemeinte Prostitutionsgesetz zum Teil das Gegenteil gebracht und müssen die ersten Schritte gehen. Wir werden sehen, wie praxistauglich diese sind. Auch im Bereich des Stalkings hat der Bundesjustizminister vergangene Woche einen Entwurf vorgelegt. Ich freue mich sehr darüber, denn auch da zeigen die Statistiken, 25.000 Fälle zur Anzeige gebracht, 400 Verurteilungen. Und warum? Ein erheblicher Grund für dieses Missverhältnis liegt in der Fassung des Straftatbestandes. Und es ist nicht in Ordnung, dass ich erst verlange, dass das Opfer durch die permanenten Belästigungen seinen Arbeitsplatz gewechselt hat, umgezogen ist oder Ähnliches. Wir müssen früher angreifen, und ich freue mich, dass der Justizminister Maas jetzt hier das Thema aktiv angeht. Das ist das nächste Thema. Sie sprechen es schon an, die Reform des Vergewaltigungstatbestandes. Auch da wird in den nächsten Wochen in das Gesetzgebungsverfahren ein Entwurf geschickt werden. Da gibt es auch gravierende Schutzlücken, übrigens natürlich schon vor den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht. Es kann nicht sein, dass die Frau, die sich nicht wehrt, weil der Täter überlegen ist, dass die Mutter, die sich nicht wehrt, weil sie ihr Kind nicht aufwecken will, wenn sie vergewaltigt wird, dass solche Fälle nicht bestraft werden. Die Rechtslage zu verbessern ist das eine. Ich höre immer wieder, ach, die Gesetze, die bringen doch alle nichts. Manchmal ist es auch so, ja, das räume ich ein. Aber eine frühzeitig eingreifende Strafbarkeit kann auch vieles verhindern. Ich nenne gerade noch mal den Bereich des Stalkings. Weil wenn die Opfer zur Polizei gehen, zur Staatsanwaltschaft und man ihnen sagt, das ist doch noch nichts, und sie wieder wegschickt, dann spricht sich das rum. Die Opfer nehmen das mit, das spricht sich rum. Und glauben Sie, gerade im Bereich des Stalkings ist es wichtig, dass man Täter frühzeitig erreicht. Nicht wenige von ihnen haben psychische Schäden. Und nicht selten führen diese harmlosen Stalking-Delikte zu einer Steigerung, einer Steigerung, einer Steigerung bis zur Tötung. Ein weiterer Aspekt, aber ich will es nicht zu lange werden lassen, meine Redezeit hat noch ein bisschen, ist natürlich die Finanzierung. Und Sie haben recht, die Finanzierung ist ein Hauptproblem, wobei wir natürlich häufig nicht zuständig sind. Aber das Thema anzusprechen im Hinblick auf diesen Bericht ist völlig richtig. Mir tut es in der Seele weh, das sage ich Ihnen. Und in Bayern läuft ja vieles in diesem Bereich noch viel, viel besser wie woanders. Aber auch mir tut es in der Seele weh, wenn ich erlebe, dass lokale Einrichtungen, der Notruf der Diakonie Hochfranken, eine Einrichtung wie die Schutzhöhle, wenn die vor Ort ums Überleben kämpfen müssen, wenn nur dank der Medien, dank des Fernsehens, dank der Zeitungen Gelder akquiriert werden, dass diese Einrichtungen überleben. Jeder Euro, den wir an dieser Stelle sparen, den müssen wir hinterher, genau wie in der Jugendhilfe, mehrfach wieder ausgeben. Wenn wir die Opfer am Anfang alleine lassen, nicht sofort optimal betreuen, haben viele gesundheitliche Schäden von den Kosten. Nicht wenige landen in der Erwerbsunfähigkeit, weil sie mit den Belastungen nicht zurechtkommen. Also da kann ich nur sagen, auch wenn der Bund nicht zuständig ist, ziehen wir einen Strang, überlegen wir uns eine Strategie. Ich bin sofort bei Ihnen. Das ist ein Bereich, den dürfen wir auch im Hinblick auf die Flüchtlingskrise nicht vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, wir werden ihn sogar ausbauen müssen. Wenn wir nicht wollen, dass Frauen aus Scham sich nicht melden, dann müssen wir das Thema mitten in die Gesellschaft bringen. Und nicht nur einmal am 8. März im Jahr, sondern immer wieder. Wenn wir wollen, dass Taten zur Anzeige kommen, dass Männer, die dazu neigen, therapiert werden, dann müssen mutige Nachbarn sich auch melden, wenn sie hören, dass zu Hause die Frau verprügelt wird bei der Polizei. Und wir müssen jungen Mädchen ermutigen, selbst sich einzugestehen, dass vielleicht in der eigenen Beziehung eine Grenze längst überschritten ist und man Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Allen Betroffenen sage ich, das Wählen der 0800 0116 016 kann die Eintrittskarte in ein neues Leben sein. Vielen Dank. Damit schließe ich die Augen.